gut. So gerade im Sommer, wenn man längere Phasen hat, wo es nicht regnet. Das Einzige, wo es sich dann eben so ein bisschen nachteilig auswirkt, ist dann eben der Geschmack, dass die Frucht eben ein bisschen herber wird. Dem kann man dann aber entgegensteuern eben mit Bewässerung. Wenn man eine Bewässerung in der Hinterhand hat, dann ist das nicht schlecht, aber nicht unbedingt erforderlich. Wächst die auf jedem Boden? Auf lehmigem Boden, überall? Eigentlich ja. Kommen wir gleich auch nochmal zu, auf welchen Böden. Aber normalerweise ist die Beere eben sehr, oder die Pflanze sehr anpassungsfähig, dass sie auch herkommt. Das sage ich gleich nochmal was zu. Kräftiges Wurzelwerk, das heißt, wenn ich eine Fläche habe mit einem tiefen Wasserspiegel, dann ist das auch kein Problem, weil die Wurzel relativ kräftig ist, sich ihren Weg sucht, so dass ich dann eben auch eigentlich auf allen Flächen das problemlos anbauen kann. Was jetzt nicht so empfehlenswert ist, ist ansteigende Nachfrage. Wir haben seit 2010 haben wir jedes Jahr unseren Absatz verdoppelt bisher. Da Saft im Jahr gut verkaufen kann. Also die Nachfrage ist eben schon so groß, dass man sich da, ja, dass man den Schritt auf jeden Fall wagen kann. Und auch der Aronia irgendwo mal kennengelernt hat und da eben von profitiert, der bringt dann gleich 3 bis 4 neue Kunden. Also das spricht sich eben ganz schnell rum. Die Vorteile, die die Leute dann eben haben, und das ist eben auch nochmal so ein kleiner Schub, den man dann da eben bekommt. In dem Saft ist 100% Aronia oder wird da Äpfel mit beigemischt oder sonst irgendwas? Also das Hauptprodukt ist der, die jetzt sagen wir mal so in dem Bereich Blaubeer pflücken oder Aronia unterwegs sind, die pflücken los und im besten Fall Mitte August. Der Erntezeitraum ist zwischen Mitte August und Mitte September, bis Ende September. Aber selbst wenn die Beere reif ist, die sind ja alle zu einem Zeitpunkt reif. Es ist ja keine nachreifende Frucht, so wie die Blaubeere. Also die sind alle praktisch zu einem Zeitpunkt reif. Aktion mit dem Selbstpflücken. Zweite Stelle, die gepflückten Beeren verkaufen. Auch da kann man an die Supermärkte gehen. Gerade wenn ich meine Produkte sowieso da schon im Sortiment habe, die Säfte, dann nehmen die sofort auch die Beeren mit rein. Also mit Edeka und Rewe kann man wunderbar Aktionen machen. Dann die dritte Variante ist eben die Ernte komplett verkaufen, einfach nur die Beeren abgeben und nichts weiter damit zu tun haben, sprich an eine Kälterei verkaufen. Ja, wie gesagt, dann vielen Dank nochmal, und wenn es Fragen geben sollte, auch im Nachhinein, unsere Kontaktdaten stehen auch hier drauf auf dem Seminarbogen. Das können Sie auch jederzeit anschreiben oder anrufen, wenn es weitere Fragen geben sollte. Ja, nochmal vielen Dank.